So, wir rechnen einfach noch ein paar mehr Übungen weiter für die Subtraktion oder das Abziehen von Zahlen. Das erste Beispiel, die erste Beispielsübung, die wir nehmen, ist 3, 33.220 minus 399. So, und wir haben ja im letzten Video schon über dieses Ausleihen, also dieses Entbündeln, sagt man dazu auch manchmal, also dieses Ausleihen von Zahlen gesprochen. Und die Art und Weise, wie wir da vorgehen, ist immer die gleiche. Und ich habe dir zwar letztes Mal verschiedene Arten gezeigt, aber die, die wir jetzt machen wollen, ist immer das gleiche. Wir fangen einfach ganz rechts in der einen Spalte an und schauen dann immer, ist die obere Zahl mindestens so groß wie die, die darunter steht, wenn wir abziehen wollen, weil die 9 muss ja mindestens reinpassen in das oben. Und die 0 ist natürlich nicht so groß wie die 9. Das heißt, wir müssen uns hier was ausleihen von dem Nachbarn links. Und wenn wir ausleihen, holen wir also immer 10 dazu. Das heißt, aus der 0 wird eine 10 und aus der 2 wird eine 1, weil wir haben im Endeffekt haben wir ja die 2 ist ja in der Zehnerspalte, also eigentlich haben wir genau diese 10 hier der 2 abgenommen und aus der 2 eine 1 gemacht. Und weil die 1 in der Zehnerspalte steht, ist es ja auch eigentlich eine 10. Aber ich will dich da jetzt gar nicht verwirren. Also einfach immer die 10 ausleihen und in der Zahl davor um 1 verringern. So, und jetzt stellen wir uns die Frage auch für die Zehnerspalte. Ist denn die 1 mindestens so groß wie die 9? Nee, natürlich leider nicht. Das heißt, wir müssen hier schon wieder was ausleihen. Und zwar, wenn wir hier 10 ausleihen, wird aus der 1 eine 11 und die 1 haben wir uns von der 2 ausgeliehen, das heißt, hier bleibt eine 1 übrig. So, und die Frage ist jetzt haben wir 10 ist größer als 9 oder mindestens so groß, 11 ist mindestens so groß wie 9, das passt auch. 1 ist aber nicht mindestens so groß wie 3, das heißt, wir müssen uns noch was ausleihen. Also, aus der 1 wird eine 11 und 1 ausgeliehen wird aus der 3 eine 2. Und jetzt können wir uns wieder fragen, ist 10 mindestens so groß wie 9? Jawohl. 11 mindestens so groß wie 9? Super. 11 mindestens so groß wie 3? Natürlich. Total gut. Und 2 größer als nichts? Ja. Und 3 größer als nichts auch. Und jetzt geht es an das eigentliche Abziehen. Und das ist im Endeffekt jetzt auch genau unsere einfachste Übung. Das heißt, jetzt rechnen wir einfach den Spalten nach, von rechts nach links. 10 minus 9 ist 1. 11 minus 9 ist 2, 11 minus 3 ist 8, 2 minus nichts, da steht ja gar nichts, ist alles nur dunkel, also 2 minus nichts oder leere in dem Fall, 2 minus nichts ist 2 und 3 minus nichts ist 3. Das heißt, als Ergebnis kommt hier raus 32.000, ich mache hier mal einen Tausender drin, Punkt, 32.821. Gut. Lass uns gleich die nächste Aufgabe rechnen. Jetzt rechnen wir, was rechnen wir denn? 25.633 minus 578. So, genau die gleiche Methode wie vorher. Zuerst fragen wir uns, ist die 3 mindestens so groß wie die 8? Nein. Das heißt, wir müssen hier 10 ausleihen, macht aus der 3 eine 13 und von dieser 3 haben wir uns 1 ausgeliehen, macht also aus der 3 2. So, nächste Frage. Ist denn die 2 mindestens so groß wie die 7? Nein. Also auch hier müssen wir uns 10 ausleihen, macht aus der 2 eine 12 und von der 6 haben wir uns diese einen Zehner abgezogen, macht aus der 6 also eine 5. Ist die 5 mindestens so groß wie 5? Ja, gerade so. Ja. Also ist nicht größer, aber ist mindestens so groß. 5 mindestens so groß, größer als nichts. Und 2 ist größer als nichts. Schön. Dann können wir schon wieder unsere Subtraktion hier durchführen. 13 minus 8 ist 5. 12 minus 7 ist auch 5. 5 minus 5 ist 0. Bleibt genau nichts übrig. Also 0. 5 minus nix ist 5 und 2 minus nix ist
2. Also das Ergebnis ist hier 25.055. So, es geht noch ein klein bisschen kniffliger. Und zwar in der nächsten Aufgabe. Da rechnen wir jetzt 37.002. Mal schauen, was es mit den Nullen auf sich hat. Minus 155. So. Und wir gehen genauso ran wie vorher auch. Ist die 2 mindestens so groß wie die 5? Nein. Also einen 10er ausleihen macht aus der 2 eine 12. So, und jetzt fragen wir uns, ist die 0 mindestens so groß wie die 5? Nein, müssen wir uns also einen 10er ausleihen. Oh, Entschuldigung, ich bin jetzt eigentlich schon viel zu schnell gewesen. Ich habe jetzt hier einen 10er ausgeliehen von einer 0. Und es geht ja gar nicht. Die 0 ist ja schon nichts. Da kann ich ja nicht noch was wegnehmen. Sonst würden wir hier über negative Zahlen und so weiter reden. Das wollen wir jetzt noch gar nicht. Das wissen wir noch gar nicht, wie das geht. Das heißt, was mache ich denn da jetzt? Ich kann also von der 0 nichts abziehen. Kann ich denn von dieser 0, von der nächsten Stelle was abziehen? Auch nicht. Da steht ja auch nochmal eine 0. Und kann ich denn von der 7 was abziehen? Das kannst du machen. Und die Art und Weise, wie du das machst, ist, indem du dir einfach vorstellst, okay, ich habe jetzt 700 und von der 700 insgesamt will ich 1 abziehen, um diesen 1er hier hinzuzufügen. Also diese 1/10er. So, und was kommt jetzt raus, wenn ich von der 701 abziehe? Genau, 699. Und die schreibe ich einfach hier oben drüber und kann dann die ganze Zahl hier durchstreichen. Und aus der 0 muss ich natürlich noch einen 9 machen. Entschuldigung, da habe ich wieder geschludert. So. 699. So. Und jetzt können wir nochmal kontrollieren, ob jetzt alle Zahlen groß genug sind. Also 12 ist mindestens so groß wie die 5. Super. 9. So groß wie die, mindestens so groß wie die 5, auch super. 9, mindestens so groß wie die 1, wunderbar. Und dann die 6 steht über dem Nichts, also da passt. Und die 3, unter der 3 steht auch nichts, da passt es auch. Dann können wir schon unsere Addition durchführen. Also 12 minus 5, zuerst in der 1er Spalte, ist 7. Dann in der 10er Spalte 9 minus 5 ist 4. Dann in die 100er Spalte 9 minus 1 ist 8. Die 1000er Spalte, 6 minus nichts ist immer noch unsere 6 und 3 in der 10.000er Spalte, 3 minus nichts ist immer noch unsere 3, also unser Ergebnis lautet 36.847. So, ein letztes kurzes Beispiel noch. 3201 minus 502. Bei gleichen Fragen wie vorher. Ist die 1 mindestens so groß wie die 2? Nein. Ich muss ausleihen. Also zur 1 kommt ein 10er von der Nachbarspalte hinzu, wird zur 11. Und die 0 müsste ich jetzt um 1 reduzieren, geht aber nicht. Das heißt, ich nehme die nächste Zahl mit dazu. Da steht eine 2. Das heißt, nicht von der 0 nur will ich 1 abziehen, sondern von der 20 ziehe ich 1 ab. Bleibt hier 19. Die 20. Schon wieder. Jetzt schreibe ich schon wieder hier eine 0 statt einer 9. Da ist doch irgendwas faul bei mir gerade. Okay, also schreiben wir hier eine 19 hin. Kann ich die 20 durchschreiben. Und dann haben wir 11 ist mindestens so groß wie 2. Super. 9 mindestens so groß wie 0. Jawohl. 1 ist aber nicht größer wie 5. Das heißt, da muss ich mir noch 1 ausleihen. Ein 10er vom Nachbarn. Also mache ich aus der 1 eine 11 und die 3 kann ich um 1 reduzieren auf die 2. Jetzt ist die 11 auch größer wie die 5 und die 2 ist größer als nichts. Wunderbar, jetzt kann ich unsere Zahlen wieder voneinander abziehen. Also 11 minus 2 ist 9, 9 minus 0 ist 9, 11 minus 5 ist 6 und 2 minus 0 oder 2 minus nichts ist 2. Also unser Ergebnis hier ist 2699. So, ich hoffe, dir haben die Übungen Spaß gemacht und du hast sie gut verstanden. Wichtig ist tatsächlich immer, dass du einfach die gleichen Art und Weise wählst, dass du von
von rechts anfängst und immer dir die Fragen stellst, ist denn die obere Zahl mindestens so groß wie die untere? Und falls nicht, leihst du dir von dem linken Nachbarn einen Zehner aus und machst es dann so wie in diesen Beispielen gezeigt. Viel Spaß dabei. Tschüss.